über 12.000 Tote, knapp 7.000 Verletzte und rund 647.000 Obdachlose. Das ist die schreckliche Bilanz nach dem Tsunami Ende 2004 im Südosten Indiens. Die weltweite Solidarität war grenzenlos und auch die Deutschen spenden so viel wie nie zuvor. 5 Jahre danach besucht ein Team von Aktion Deutschland hilft die Ende 2004 vom Tsunami betroffenen Regionen. Anhand einiger Beispiele will es dokumentieren, wie die dem Bündnis anvertrauten Spendengelder in Hilfe umgesetzt wurden. Bündnispartner Kinderhilfswerk Global Care hat seine Hilfe auf 5 Dörfer im Bundesland Tamil Nadu in Südindien konzentriert. 5 Dörfer, in denen der Tsunami große Zerstörung und großes Leid hinterließ. Kaum eine Familie, die nicht den Tod eines Angehörigen zu beklagen hatte. Und kaum eine Familie, die nicht sämtliche Besitztümer durch die Wassermassen verlor. Im Fischerdorf Kukilamentai hat Global Care daher 70 Häuser gebaut, für Familien, denen der Tsunami das Zuhause genommen hatte. Immer in enger Abstimmung mit der Bevölkerung und den Dorfvorstehern. Hier treffen wir auf den 38-jährigen Familienvater Said. Stolz zeigt er uns sein neues Heim, in dem er heute glücklich mit seiner Frau Padma und seinen 4 Kindern lebt. Direkt gegenüber von seinem neuen Haus liegt seine vom Tsunami zerstörte Hütte. Sie dient der kleinen Familie nur noch als Lager. Sichtlich bewegt erzählt uns Said, wie er die Morgenstunden des 26. Dezember 2004 erlebt hat. Um 8 Uhr morgens hat eine erste Welle die Küste des Dorfs getroffen. Dann zog sich das Meer plötzlich sehr weit zurück. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Beim Versuch, sein Hab und Gut zu retten, wurde Said von einer 7 bis 8 Meter hohen Welle erfasst und in eine Palme geschleudert. Ich dachte, das ist der letzte Moment in meinem Leben. Doch der 38-Jährige hatte Glück und überlebte. Als ich Padma und die Kinder nach dem Tsunami in die Arme nehmen konnte, war das wohl der beste Tag in meinem Leben. Heute, 5 Jahre nach der Katastrophe, ist das Leben nach Kukilamentai zurückgekehrt. Auch Saids Frau Padma ist wieder glücklich. Das neue Haus, sagt sie, ist viel schöner als das alte. Und sie dankt den Spendern aus Deutschland. Im Nachbardorf Alikupam treffen wir auf ähnliche Schicksale. Auch hier hinterließ der Tsunami Tod und Zerstörung. Und auch hier treffen wir auf Hoffnung und neues Glück. 55 Häuser hat der Bündnispartner Global Care in Alikupam errichtet. In einem haben es sich der Fischer Sandarf und seine Frau Amuk gemütlich gemacht. Wir begleiten die beiden zu ihrem ehemaligen türkisfarbenen Haus gleich am Strand. Diese Lage war ideal für Sandarf, um mit dem kleinen Katamaran einige 100 Meter ins Meer zu paddeln und Fische für die Familie zu fangen. Bis zum 26. Dezember 2004 war sie in Ordnung, die Welt von Amuk und Sandarf. Doch dann kam der Tsunami. Amuk und Sandarf überlebten die Katastrophe, doch beide trauerten um Amuks Vater, der in den Fluten sein Leben verlor. Ihr Haus war komplett zerstört und sämtliche Habseligkeiten und der Katamaran fortgespült. Als die Global Care Helfer ins Dorf kamen, war der Bedarf schnell geklärt. Wie in 4 weiteren Dörfern im Umkreis stellte Global Care auch in Alikupam stabile Glasfaserboote mit Außenbordmotoren zur Verfügung. 25 Stück insgesamt. Ein Boot jeweils für eine Gruppe von 5 Männern. Nun können die Fischer ihre Familien wieder ernähren. Zum Abschluss unseres Besuchs zeigt uns Sandarf sein neues Heim, in dem er heute mit seiner kleinen Familie lebt. Uns geht es jetzt viel besser als vor dem Tsunami. Das Haus ist regensicher und durch die neuen Boote können wir viel weiter rausfahren und so mehr Fische fangen. Heute verdiene ich genug Geld, um etwas für meine Söhne zurückzulegen. Das Leben eines Fischers ist schwer. Sie sollen einmal Ärzte werden. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.